changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on. Hi Leute und damit herzlich willkommen zurück auf dem Racing Brothers Channel. Ich befinde mich in Schwarzenbach am Wald, genauer gesagt am Döbraberg. Und hier befinden sich Flow Trails, also ein richtig geiler Trail nach unten mit Anliegern, kleinen Sprüngen. Und vielleicht finden wir hier auch noch das eine oder andere. Wir waren vor geraumer Zeit hier, wann es genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es da richtig kalt und nass. Heute sehen die Temperaturen noch gut aus, Sonne scheint. Mal sehen, wie es im Wald aussieht. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt nicht mehr lang und ich nehme euch mit. Ich bin heute auf dem E-Bike unterwegs, weil man kann hier hinten komplett den Berg wieder richtig geil hochtreten. Und da schaffen wir auf jeden Fall jetzt mehr Abfahrten mit dem Bike. Also los geht's, viel Spaß mit dem Video. Schauen wir mal, wie es rollt. Wir starten in den Trail, los geht's. Yo. Woohoo. Die Kurve war leicht rutschig. Also leicht feucht ist es, aber es rollt wie so mega. Dropping into the next part. Yo. Oh, hier ist übel rutschig. Alter, ist das geil. Yo. Richtig geil. Ich würde sagen, wir stellen die Kamera jetzt nochmal hier an die Seite und dann ziehe ich nochmal an das Teil rein. Junge, macht das Spaß. Wir können das nochmal sehen. Einmal durchgefahren. Wie geil die Kurven roosten. Junge, macht das Bock. Leute, wir haben jetzt direkt neben dem Trailpark haben wir hier den Skihang. Ihr seht, es ist frisch gemäht. Hier unten ist eine coole Auslaufzone. Ich würde sagen, wir fahren den Hang jetzt hoch, gucken mal, wie schnell wir hier runterballern können, wie viel km/h wir hier erreichen. Ich bin echt gespannt, weil es sieht gut aus, geile Auslauffläche. Könnt ihr schon mal schätzen, wie schnell wir werden. Ich radel jetzt mal hoch und dann legen wir mal los.
Guck mal, das letzte Mal in Jena hatten wir hier auf dem Bike 69,2. Das war aber in der Stadt. Und jetzt haben wir hier einen schönen breiten Skihang. Und jetzt legen wir mal los. Also wir sind jetzt am Mittelweg des Hangs angekommen. Hier ist das letzte Steilstück, aber um natürlich volle Geschwindigkeit fahren zu können, starten wir direkt oben vom Lifthäuschen. Dann bin ich echt gespannt, was wir hier auf dem Tacho kriegen. Also wie gesagt, wir stehen oben am Lifthaus und jetzt rollen wir mal in den Hang rein. Los geht's. Fühlt sich zügig an und vor allem oben an der Kante, ich habe jetzt schon weggedrückt, weil sonst kannst du da übelst Longjump machen. So Leute, jetzt wird spannend, wir gucken mal, wie schnell wir geworden sind. Ich bin gespannt, also ich denke 100 waren es nicht, aber es war schon ziemlich zügig. So, was haben wir? 91,8. Leute, second try den Hang hier runter. Es hat sich auf jeden Fall schneller angefühlt. Ich habe oben bei dieser ersten Absprungkante einen Bunnyhop reingemacht, habe dann noch mal ein paar Tritte gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir uns verbessert haben. Gucken wir mal hier auf die Anzeige. Wir sind bei... Na, wo haben wir es? Ja, wir haben uns verbessert. 96,1. Aber ich würde sagen, es reicht jetzt, weil ich will noch eine Runde Trails fahren. Knapp 100 km/h hier runter, sportlich, und macht irgendwie schon Bock. Und das, also es fühlt sich schon zügig an, aber ja, ich weiß nicht, also geht auf jeden Fall noch einiges, aber es reicht. Wir gehen jetzt erstmal Trails fahren, weiter geht's. Also Leute, nochmal ganz kurz, bevor wir auf die Trails wechseln. 96 km/h, fast 100 km/h auf einem Fahrrad. Ihr wisst selber, wie schnell 100 km/h mit dem Auto ist. Das darf man auf einer Landstraße fahren. Und wir sind jetzt gerade hier mit dem Fahrrad runtergeballert. Ich hoffe, man erkennt es auf dem Video. Ich mache auf jeden Fall nochmal ein Bild. Wir sind ja direkt vom Tacho, vom E-Bike. Das heißt, wir haben direkte Übertragung. Und ja, ich mache euch das nochmal ins Bild rein, dass ihr nochmal genau die Geschwindigkeitsanzeige seht. Und weil das hat jetzt auf der Kamera so ein bisschen geflackert. Deswegen bin ich mir nicht sicher, aber wie gesagt, das Bild kommt jetzt und dann geht's weiter auf die Trails. Los! So, auf geht's in die nächste Runde. Thank you.
So Leute, wir sind am Ende des Videos angelangt. Draußen ist es jetzt ziemlich windig, deswegen bin ich mal hier ins Auto, damit man die Windgeräusche nicht ganz so sehr hört. War ein richtig geiler Tag, die Trails mega, mega cool, auch die Anlieger. Und dann natürlich knapp 100 km/h diesen Skihang runter. Alter Lachs, also ich bin sehr zufrieden für den heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Also, haut rein.